Ich möchte euch unbedingt eine Produktempfehlung aussprechen. Und zwar möchte ich Enthaarungsstreifen für die Augenbrauen euch vorstellen von dem Shop exklusiv bei Niki Miller. Bisher habe ich noch keine Augenbrauenstrips gefunden, die gründlich die kleinen Härchen entfernt haben, demnach lange halten. Das heißt, die entfernten Härchen wachsen immer wieder schnell nach. Und das hat mich gestört, weil ich die Prozedur frühzeitig wiederholen musste, beziehungsweise noch nachträglich mit der Pinzette arbeiten musste. Jetzt habe ich Augenbrauen-Enthaarungsstreifen gefunden, exklusiv bei Niki Miller. Das sind Enthaarungsstreifen, die sehr robust sind und die wirklich sehr flexibel sind. In ihrer Anwendung dadurch auch sehr flexibel und auch gründlich. Eine Packung enthält 40 Strips. Damit ist man eigentlich ruckzuck fertig. Das geht schnell, es ist sauber, es verklebt nicht, wie bei manchen anderen Enthaarungsstreifen. Die Dauer, wann eine nächste Anwendung durchgeführt werden muss, war bei mir mindestens 3 Wochen Wartezeit. Das heißt, 3 Wochen hatte ich mindestens Ruhe und erst dann sind die ersten kleinen Härchen wieder gewachsen. Wie funktioniert das Ganze? Es ist super einfach. Man muss einfach den ausgestanzten Wachsstreifen unter der Augenbraue in gewünschter Form anlegen und dann mit einem kräftigen Ruck wegziehen entgegen der Haarwuchsrichtung. Das Tolle ist einfach, durch diese Flexibilität kann man diesen Enthaarungsstreifen dem Augenbrauenbogen präzise anpassen. Im Vergleich zu anderen Enthaarungsstreifen reicht tatsächlich ein Ruck, wenn man es richtig angelegt hat. Und ansonsten kann man diesen einen Enthaarungsstreifen 2 oder 3 Mal mehr benutzen. Mir hat es Spaß gemacht, diese Enthaarungsstreifen zu benutzen, weil es nicht weh tat. Natürlich tut, ja, ich kann nicht sagen, es tut überhaupt nicht weh. Ja. Wer schon mal Augenbrauen Enthaarungsstreifen benutzt hat, weiß, dass es ein bisschen zieht. Aber ich finde, wenn man tatsächlich alle Härchen mitnimmt und das Ganze in einem Ruck wegzieht, dann ist es absolut, absolut erträglich. Und ich möchte nicht verschwenderisch sein, denn dieser Enthaarungsstreifen hat noch Potenzial. Er hat noch genug Kraft, auch die restlichen Härchen zu entfernen. Zum Beispiel über dem Augenbrauenbogen oder eben an anderen Stellen im Gesicht. Das Einzige, worauf ich hier hinweisen möchte, ist, es kann sein, dass man eventuell eine etwas stärkere Reizung verspürt im Vergleich zu den anderen Enthaarungsstreifen anderer Marken, weil die ja nicht so kräftig und präzise sind. Denn ich hatte nach der Anwendung gerötete Stellen, wie man sieht. Und das hielt dann auch eine Zeit lang an. Das heißt, sofort mit dem Make-up beginnen, davon würde ich eher abraten. Ein bisschen die Haut beruhigen lassen und dann kann man auch mit dem Make-up dran gehen. We'll be right back.
Alle weiteren Infos gibt es auf der Seite von Exklusiv Niki Miller. Und alle weiteren Infos findet ihr auch unten in der Infobox. Also ich bin absolut begeistert.